ببركة كعب وهتعملها قصاد الدنيا هتقولها وخد بقى عهد تعدلها. السلام عليكم meine Lieben, hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Was besprechen wir denn heute? Und zwar wurde ich ja gefragt, ob ich nicht mal ein Video machen könnte, wie sich so eine alleinreisende Frau zu verhalten hat auf im Bus oder im Taxi. Also ich habe jetzt keine Erfahrungen mit Alleinreisen nach Kairo, aber was ich weiß, was ganz wichtig ist, im Taxi in Hurghada zum Beispiel, sollte man immer, also nie vorne einsteigen, immer hinten einsteigen. Und das wissen auch die Taxifahrer, also die respektablen Damen, oder ist es einfach so hier, Tradition, Verhaltensetikette, dass die Damen hinten einsteigen. Ihr hört meinen Background-Sound. Wir haben gerade die Kinder alle nach Hause geschickt. In unserem Sandkasten ist ja immer jeden Tag High Life. Und wenn wir die Kinder heimschicken, weinen sie und kommen wieder zurück, rennen den Müttern weg. Und dann müssen die Mütter kämpfen, die Kinder zurückzuholen, weil die wollen bei uns immer spielen. Jetzt habe ich natürlich, ja, tollen Background. Aber ich mache das Video einfach, weil ich jedes Video nur einmal mache. Und wenn es nichts wird, lösche ich und fertig. Dann wird es einen anderen Tag gemacht. Jetzt ziehen wir das Ding durch. Auch mit dem Geschrei hier. Ja, ist halt so. Live. Wo waren wir denn? Ja, alleinreisende Frauen. Sage ich jetzt mal, von A nach B in Hurghada sollte eine Frau, die keinen Kontakt zum Taxifahrer möchte, nicht vorne sitzen, überhaupt nicht. Einfach hinten reinsitzen. Am besten schon, bevor man ins Taxi steigt, den Preis ausmachen. Und wenn der Taxifahrer dann anfängt, how are you, oder ihn anlächelt, nicht reagieren, aus dem Fenster gucken, als ob man nichts gehört hat. Ne? Und falls er dann irgendwas sagt, sagt man einfach, I don't want to speak, ich möchte nicht sprechen. Und dann, wenn sie es dann nochmal versuchen, dann haben sie es verstanden, okay, die Frau, die muss ich respektieren, die will mich nicht oder die will keinen Kontakt. Das ist nicht so eine. Weil man muss ja wirklich die Wahrheit sagen, was die meisten Taxifahrer denken. Die Ausländer, wir sind alle solche. Ne? Also wir sind leicht zu haben. Unsere Traditionen verstehen die nicht, wenn man reinkommt, dass man jemand anlächelt. Das ist eine Aufforderung. Ich finde dich toll hier in Ägypten. Also natürlich, wie soll ich sagen, es ist auch nicht überall, aber trotzdem kommt es immer auf das Lächeln drauf an. Also jemanden anzusprechen oder anzulächeln ist immer so ein bisschen, ja, eine Einladung, indirekt. Was man natürlich als Europäer total als Höflichkeit empfindet, ist hier halt was ganz anderes. Deswegen, man muss mit keinem lächeln, man muss auch mit keinem Smalltalk haben. Also da muss man sich auch nicht doof fühlen oder denken, oh, das ist jetzt aber unhöflich. Nein, das ist total respektvoll, mit dem muss man nicht sprechen. Und das wissen die auch. Also von dem her, und Kleiderordnung, wie gesagt, wenn ich jetzt weiß, ich fahre in Saidi, also nach Oberägypten, wäre es halt auch im Sommer, kann man T-Shirts anziehen, kein Problem. Gibt es hier, also hier in Nag Hammadi, also ich weiß nicht, 20% sind Christen, die haben alle kurzärmliche T-Shirts und knielange Röcke an und kein Kopftuch, also das ist total normal. Natürlich Ausschnitt und ja, dass man halt, wenn man den Arm hebt, dass man da ins T-Shirt reingucken kann, darauf achten die Ägypter auch, die Christen. Von dem her, ja, dass man sich einfach ein bisschen bedeckt. Dass man überlegt, jetzt fahre ich nicht nach Oberägypten mit einem riesen Dekolleté, ne? Kein Ding. Also das sollte man schon. Wenn ich jetzt in den Bus einsteige, kann ich auch schauen, dass man immer neben einer Frau Platz nimmt. Das ist auch völlig normal, dass man auch den Busfahrer bittet, dass man neben einer Frau sitzt. Und ja, ansonsten habe ich eigentlich gar keine... Die Männer tun die Frauen fast eigentlich nie ansprechen. Das gehört sich auch nicht im Bus. Wenn, dann tun die Frauen einem Kuchen anbieten, Essen anbieten, Chips, Sandwich, alles, was sie da haben, wird angeboten der Frau Alleinreisenden. Ne? Ansonsten würde ich jetzt nicht groß da den Kontakt zu Männern, ja, auch Fragen stellen, immer nur den Busfahrer oder die Uniformierten, die eben reinkommen. Und ja, so würde ich das machen. Ja, das wären jetzt meine Tipps für die Frau, die allein reist. Einfach nicht zu viel lächeln, sonst denkt man, was weiß ich was.
Wenn Pausen gemacht werden, würde ich jetzt auch, ja, im Endeffekt passiert da nichts. Also in Gruppen gehen müsst ihr jetzt auch nicht. Da sind ja, die halten ja immer an den öffentlichen Toiletten, wo man dann natürlich, Achtung, die Toiletten sind unterste Schublade. Nehmt immer euer Tempo mit, wenn ihr da irgendwo anhalten müsst. Und am besten noch Desinfektionsmittel, wenn ihr dann rauskommt. Mundschutz wäre auch toll, aber sieht natürlich doof aus, ne? Unser Bus hat immer an so komischen Gaststätten angehalten, wo ich nicht gut fand. Ich bin dann immer auf die andere Seite gerannt, wo der gesagt hat, wo gehst du hin? Sag ich, ich bin Ausländerin, ich muss da hinten hin. Weil da war die schöne, saubere Toilette, wo ich dann weiß, okay, dann zahle ich auch einen Pfund, aber hab ein bisschen sauber, ne? Ja, wie gesagt, trotzdem passt immer auf euch auf. Also, und Taxifahren würde ich jetzt auch nicht allein in der Nacht irgendwo an der Sensor Mall. Die Taxifahrer an der Sensor Mall habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, gerade wenn man mit vollbepackten Tüten rauskommt. Ja, sagen die horrende Preise, prügeln sich um einen, der einen fahren darf. Und ja, Taxi vom Flughafen ist auch übertrieben teuer. Da sind die auch immer. Aber ansonsten, die Taxifahrer sind eigentlich, ja, human. Also nicht alle, die meisten, ja, wollen halt Geld verdienen, aber einen umbringen oder so, da braucht ihr jetzt keine Angst haben. Habe ich auch schon Horrorgeschichten gehört, dass man da irgendwo in der Wüste dann abgeladen wird und zusammengeschlagen. Und also, das ist eins von Tausenden. Also, es kann dir aber auch in Deutschland passieren, von dem her. Yalla. Okay, das war's schon wieder von mir. Masalema. Bye bye.